Hallihallo, willkommen zu einem neuen Video. So, diesmal möchte ich eine Schale gießen und ich habe mir hierfür die Tablettform, die ovale Tablettform von Molds and Shapes ausgesucht und das ist diese mit diesen Kintsugi-Linien. Die nennt sich Graceful Lines und das ist die L-Größe. So, ich mische mir jetzt zuerst mein Glitter an und ich habe hier das Midnight Sky. Das ist so ein richtig dunkel Blau, fast ins Lila gehende Glitter. Das ist wunderschön, also es gefällt mir sehr gut. Und dazu, das seht ihr gleich, werde ich ein holographisches Glitter mixen. Ich habe gedacht, das gibt noch mal so einen extra Sparkle. Das ist hier der Silver Dazzler, heißt der, glaube ich. Und beide Glitter sind von Laura's Art Corner. Ich mixe mir das hier so zusammen, dann fällt mir auf, na, ich könnte ja doch noch ein bisschen mehr reingeben, weil ich möchte, dass das Glitter also richtig schön dicht ist und dass man da nicht irgendwie Lücken hat. Also ich möchte schon richtig schön Glitter haben und das werde ich dann in zwei von den Sektionen verteilen, aber das zeige ich euch im nächsten Schritt. Erstmal mische ich mir hier mein Glitter an. Das ist immer, ja, ich finde das so schön, wenn man zwei Glitter miteinander kombiniert oder manchmal auch drei, vier verschiedene Glitter. Und so kreiert man dann nochmal seinen eigenen Stil, sein eigenes Design an Glitter. Das gefällt mir mal sehr, sehr gut. So, und jetzt werde ich das Video auch ein bisschen schneller machen und dann seht ihr, wie ich das Glitter praktisch in den vorgegebenen Sektionen verteile. So, das Glitter ist verteilt und auch mittlerweile einigermaßen ausgehärtet. Ich glaube, ich habe das 5 Stunden stehen lassen. Das Harz, was ich hier für den ganzen Guss verwende, ist das Ultracast. Ihr seht jetzt, ich verteile mir das auf verschiedene Becher. Dann war ich mir nicht sicher. Der eine Becher hatte ich dann zu voll gemacht, nach meinem Geschmack. Und ich spiele da hin und her, dass ich halt dann die richtigen Mengen habe. Ich gehe immer nach Augenmaß. Und ich wiege mir das Harz in der Regel nicht ab. So, jetzt mische ich mir halt meine Resin-Inks zusammen. Und die erste Farbe ist das Grey Purple. Zweite Farbe ist Elderberry. Und dritte Farbe wird das Slate Grey sein. Also alles in Richtung lila Töne, weil ich möchte meine Nichte überraschen und sie steht auf lila und dann habe ich gedacht, machst du halt eine lila Schale. Ich mische mir jetzt das Ganze richtig schön durch, damit ich keine Schlieren habe, obwohl bei der Technik, ich weiß gar nicht, ob das so auffallen würde, ob wenn da Schlieren sind, also praktisch so Farbverläufe, ich denke, man wird das hinterher gar nicht sehen. Aber sicher ist sicher. Ich mache es dann und schauen wir mal. Also, wie ihr wahrscheinlich am Titelbild gesehen habt, ich will da wieder diesen Crackle-Effekt erzielen, weil mir gefällt das so gut. Also, weil das Mica sich so natürlich so ausbreitet und das ist so ein einfacher Guss und so effektvoll. Ich finde den wahnsinnig. So, ich habe mir jetzt hier das Interference Pearl von Stefanie Etta oder von Etta Art in mein Becherchen gegeben. Meng mir das auch gut durch. Und das ist auch eine richtig schöne Farbe, also richtig schön cremig. Und jetzt menge ich mir auch noch mal kurz die Rieseninks durch, also die Becher mit dem Rieseninks. Nimm mir meine kleinen Spachtel daraus und dann werde ich
das Ganze wieder in Lagen in einen Becher geben. Gehe aber vorher noch mal eben mit dem Sturmfeuerzeug über mein Harz, damit die ersten Bläschen auch entfernt sind. So, und jetzt gieße ich das praktisch in Lagen in meinen Becher, immer abwechselnd. Ich finde das so schön, wenn man so diese verschiedenen Farbtöne sieht in dem Crackle-Effekt. Und es ist ein wunderschöner Effekt, gefällt mir sehr gut. Und ich hoffe, es gelingt mir auch jetzt in der Kintsugi, also praktisch in dieser Graceful Lines Form, weil ich habe hier jetzt schon das Glitter unten drin und irgendwie habe ich dann immer ein bisschen Sorge, dass sich das Harz dann anders hält. So, ihr habt gerade gesehen, ich habe den Becher auch nochmal so ein bisschen gedreht und dann gebe ich praktisch mein Harz in die Form hinein. Ihr seht auch, sicherlich da, wo Glitter ist, ist das Ganze natürlich schon höher. Von daher hoffe ich wirklich, dass der Effekt gelingt. Jetzt nehme ich hier das Interference Pearl und ich gebe das Ganze auf die Resin Inks. Und das ist schon lustig, wie das sich so verteilt. Also ja, es sieht ein bisschen merkwürdig aus, deswegen ich war in Sorge, ob das Ganze funktioniert. Nochmal eben mit dem Sturmfeuerzeug drüber. Und dann nehme ich mir nochmal den Rest aus meinem Becher. Ich habe die Form nicht ganz aufgefüllt, weil ich wollte, dass die Schale nicht ganz so dick wird. Na, jetzt nochmal eben ganz kurz mit dem Sturmfeuerzeug. Hier bitte immer vorsichtig sein, dass ihr das Harz und die Form nicht verbrennt. So, das ist jetzt eine Nahaufnahme, das ist so ungefähr eine halbe Stunde später und ihr seht richtig schön, wie sich das Mica, also das Pigmentpulver, so richtig schön unter den Rieseninks verteilt. Also hat auch schon so ein bisschen diese Linien gemacht, also als Effekt gemacht, also das Harz arbeitet, schon mal ein gutes Zeichen. So, und das ist jetzt am nächsten Morgen, das sind so ungefähr 14 Stunden, nachdem ich gegossen habe. Und ihr seht, so ein bisschen Glitter ist hochgekommen. Und ich habe da echt Sorgen gehabt, ob da unten drunter irgendwas passiert ist, dass ich vielleicht viel zu früh auf mein Glitter gegossen habe. Einfach mal schauen. Und schaut mal hier. Puh, ich habe Glück gehabt, dass das nicht passiert ist. Das war echt meine Sorge und schaut mal diesen Effekt an, schaut diesen Glitter an, auch durch dieses Holographische und dann dieses Dunkle, das ist sehr, sehr schön. Also mir gefällt es sehr, sehr gut. Und jetzt nehme ich hier eine ovale Schale und drücke mir praktisch mein Tablett in die Schale, damit ich mir dann meine eigene Schale kreiere. Also da muss ich auch ein bisschen fester drücken, weil, wie gesagt, 14 Stunden zwischendurch war halt meine Nacht. Das war auch das Erste, was ich an dem Morgen gemacht habe. Aus dem Bett die Schale machen, damit das Harz nicht noch weiter aushärtet. Aber es ist noch rechtzeitig gewesen, das ist gut. Und ja, und schaut mal, hier ist nochmal eine Nahaufnahme. Schaut euch mal die Effekte an und die Farbverläufe. Also mir gefällt es sehr, sehr gut. Auch der Glitter ist richtig toll. Ich denke, das ist ein ganz gutes Zusammenspiel. So, und als nächsten Schritt zeige ich euch jetzt, wie ich meine Linien praktisch ausfülle. Und ich nehme da Acrylfarbe und das ist das Extreme Sheen von DecoArt, das ist ein ganz toller Silberton. Ich habe mich für Silber entschieden, weil ich habe gedacht, dieser holographische Effekt hat ja doch mehr ein silberartiges, war ja auch ein silberner holographischer Dazzler, den ich da mit verwendet habe. Und von daher gefiel mir Silber besser. So, und ich habe hier so ein Dotting-Tool, was an der anderen Seite einen Pinsel hat. Und das verwende ich und mal mir meine Linien da auf.
Ist an sich sehr, sehr einfach. Und wenn ich das dann getan habe, dann nehme ich ein Papiertuch, einfach von so einer Küchenrolle, ist ein trockenes Papier. Und dann wische ich das Ganze einfach ab. Das geht sehr gut, schaut mal. Und da sind nur noch ganz, ganz leichte Überreste, die man dann mit dem Papier auch wegpolieren kann. Funktioniert sehr gut. Ich bin immer noch von dem Effekt sehr, sehr begeistert, wenn ich das jetzt selber hier so sehe, wenn ich das Voice-Over mache. Ich finde es Wahnsinn. Ich bin auch froh, dass ich in der Mitte nicht ganz so extrem dann einen hellen Klecks habe. Also das hat sich wirklich gut in der Mitte zusammengezogen. Gefällt mir sehr gut. Wenn ich das selber sagen darf. So, und das ist jetzt das Endergebnis. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und wir sehen uns hoffentlich zum nächsten Video wieder. Übrigens, ich habe hier auch noch Untersetzer gegossen, sodass meine Nichte auch noch ein paar Untersetzer hat. So, ich verabschiede mich und ich sag mal, bis dann, passt auf euch auf, eure Petra. Tschüss.